Und wenn du magst, mach's dir ganz bequem. Du musst dich hier jetzt für nichts anstrengen. Ich hoffe, du hast ein ruhiges Plätzchen gefunden, wo du jetzt nicht gestört bist, wo du deine Gedanken und deine Sinne einfach so fliegen lassen kannst. Wenn ich jetzt ganz rot werde, dann liegt es nur an dem Kaminfeuer. Müsst ihr euch keine Sorgen machen. Ah, ich grüße euch alle. Ja. Und wenn du dein ruhiges Plätzchen gefunden hast, dann schau mal, ob du Kontakt machen kannst zu dem, wo du gerade sitzt. Vielleicht ist es ein Stuhl oder ein Sessel oder ein Sofa oder der Boden, wie bei mir. Du einmal wahrnehmen kannst, jetzt hier gerade aus deinen Gedanken raus, die vielleicht in die Zukunft gehen oder in der Vergangenheit waren. Guck mal, ob du jetzt hierher kommen kannst in den jetzigen Moment. Und das geht sehr gut, indem du wahrnimmst, was dein Körper gerade wahrnehmen kann. Wo sitzt du da gerade? Wie fühlt es sich an, da zu sitzen? Für diese eine Stunde, die wir jetzt teilen miteinander. Mal, ob du jetzt hier sein kannst, mit deiner Aufmerksamkeit, mit deiner Energie, mit deinen Gedanken, ohne dich groß dafür anzustrengen. Und um in den jetzigen Moment zu kommen, ist es auch hilfreich, wenn du schaust, wie deine Atmung geht. Und wenn du Lust hast, vielleicht merkst du, dass du die irgendwie festhältst, deinen Bauch festhältst. Ja, guck mal, ob der für die Stunde jetzt hier, für unsere Stunde locker sein kann. Ob du den loslassen kannst. Du sonst noch irgendwas festhältst in deinem Körper, die Schultern vielleicht. Guck mal, ob die jetzt hängen dürfen. Oder deine Gesichtszüge, ob du die locker lassen kannst. Und scan mal so durch deinen Körper, ob du irgendwo festhältst. Und ob das möglich ist, ohne dich groß anzustrengen, dieses Körperteil locker zu lassen. Und wenn du Lust hast, noch mal richtig tief zu atmen. Vielleicht ist dir auch nach Seufzen oder Ächzen oder Stöhnen, dann mach das einfach. Ihr seid ja wahrscheinlich alle zu Hause. Ja, guck mal, ob dir das gut tut. Ich möchte mit euch hier am Anfang eine kleine Meditation machen. Und dann übergehen in eine geführte Work. Und das dauert ungefähr eine Stunde. Für die Meditation kannst du die Augen schließen oder auch so ein bisschen halb vor dich hinschauen. Oder so, wie es dir angenehm ist, sodass du gut mit deiner Aufmerksamkeit nach innen gehen kannst, in deinen Körper. Schau mal, ob du wahrnehmen kannst,
bemerken kannst, was in deinem Körper vorgeht. Und ob du das wahrnehmen kannst als die reine Empfindung, nicht schon als die bewertete Empfindung. Also, wenn du zum Beispiel sagst, das ist Traurigkeit oder Gelassenheit, dann ist das schon eine Art gedankliches Zutun zu dem, was du spüren kannst. Und guck mal, ob du wahrnehmen kannst, was du tatsächlich empfindest. Also, da ist vielleicht ein Druck irgendwo oder ein Ziehen oder ein Pulsieren. Vielleicht ist es warm oder kalt. Das Aufsteigendes oder Absteigendes. Guck mal, dass du noch keine Wertung darauf legst. Das einfach nur wahrnimmst, was da gerade ist in deinem Körper, was vor sich geht. Als wenn du das einfach beobachten könntest. Nur wahrnehmen. Ohne drüber nachzudenken. Und was immer das da ist bei dir, vielleicht magst du es aussprechen, falls du alleine bist oder komfortabel bist, wenn du bist. Nochmal sagen, was kannst du da wahrnehmen? Vielleicht in deiner Brust, im Brustraum oder im Bauch oder im Kopf. Was gibt es tatsächlich wahrzunehmen? Irgendwo drückt es, zieht es, pulsiert, kribbelt, ist fest oder weich. Und wenn du dabei bleibst, es einfach zu bemerken. Jetzt könntest du es ein bisschen beobachten. Und wenn das jetzt für den Moment hier nicht weg müsste, nicht anders sein müsste, als es da ist. Schau mal, ob du das dir erlauben kannst. Nur für die kurze Zeit hier, vielleicht für 5 Minuten, dass das, was du da empfindest, auch da sein darf. Einfach nur, weil es eben... Wenn das jetzt gerade mal herzlich willkommen wäre. Du dich dem tendenziell freundlich zuwenden könntest. Was immer du da auch empfindest, ohne drüber nachzudenken. Wir brauchen jetzt nicht wissen, woher das kommt, wohin das geht, wie lange das noch bleibt, was das soll, wer Schuld hat und so weiter. Einfach nur wahrnehmen. Merken. Und schauen, ob du es erlauben kannst. Ob das da sein darf. Und wenn du das erlauben kannst, dann nimm mal wahr, was du jetzt in deinem Körper wahrnehmen kannst. Wenn du nochmal frisch und neu schaust. Und ich will das nicht erlauben, was ich da fühle, damit es dann weggeht. Das ist kein Trick. Sondern es wirklich erlauben, einfach nur, weil es eh schon so ist, wie es ist. Es einfach da sein lassen. Nur mal für jetzt. Und wenn das alles so sein darf, was kannst du dann jetzt wahrnehmen? Wieder frisch und neu geschaut. Du kannst jede Sekunde frisch und neu schauen.
Was kannst du dann jetzt in deinem Körper wahrnehmen, wenn du nicht drüber nachdenkst? Dass keine Nachdenkleistung ist. Ganz unaufgeregtes, entspanntes Wahrnehmen von dem, was in deinem Körper vor sich geht. Und was immer auftaucht, was immer das ist, was Hartes, was Weiches, es kribbelt, es pulsiert, es ist fest, es ist eng. Guck mal, ob du das erlauben kannst, ob das da sein darf für den Moment hier. Wenn du mit ihm freundlich bist, was immer das auch ist, ohne nachzudenken. Was kannst du denn jetzt wahrnehmen? Jetzt gerade hier in der Sekunde. Wie fühlt sich das an, das da sein zu lassen, was auch da ist, nicht dagegen anzukämpfen, es nicht weghaben zu wollen? Und schau mal, dass du auch über diese Frage nicht nachdenkst, sondern es einfach nur wahrnimmst. Was kannst du da bemerken in deinem Körper, wie fühlt es sich an? Mit der Erlaubnis, dann alles, was da ist, auch so sein darf. Und selbst wenn Gedanken kommen, dürfen die auch da sein. Du musst nicht mit denen im Zug mitfahren. Lass es einfach vorbeifahren. Hallo Gedanken. Bei mir kommen die immer von da rechts oben. Mal schauen, wie sie bei dir herkommen. Was immer das ist. Hallo. Und lenk deine Aufmerksamkeit wieder in deinen Körper hinein, ohne drüber nachzudenken. Schau mal, ob du das erlauben kannst, was du da wahrnehmen kannst. Was immer das auch ist. Nur die Empfindung erlauben. Das, was du tatsächlich wahrnehmen kannst. Und bemerk mal, wie sich das anfühlt und alles so sein darf. Wie es auch jetzt gerade bereits ist. Ich bin tiefenentspannt. Muss ich nicht dem Widerstand folgen, muss ich nicht gegen was kämpfen, was aber schon da ist. Das ist ziemlich aussichtslos. Wenn du magst, sitz noch einen Moment damit, falls sich das gut anfühlt. Merke einfach, wo du das im Körper wahrnehmen kannst. Als hättest du so einen inneren Scanner. Wenn alles so sein darf, wie es in deinem Körper auch ist, wenn du nicht drüber nachdenkst. Wenn da jetzt keine Lösung gefunden werden muss. Du einfach nur mit dem bist, was da auch schon spürbar vor sich geht in deinem Körper. Dass so sein darf, wie es ist.
Du kannst gleich in dieser meditativen Haltung bleiben. Ich rede ein bisschen weiter und du kannst mit deiner halben Aufmerksamkeit zuhören und mit der anderen schau mal, ob das mühelos geht, einfach in diesem Wahrnehmen bleiben. Du musst gar nicht wieder anfangen zu denken, zu grübeln oder nachzudenken. Und ich habe aus allen euren Glaubenssätzen, euren Sorgen und Befürchtungen versucht, einen einzigen Glaubenssatz herauszufiltern, mit dem wir jetzt durch die Work gehen können, durch diesen Prozess. Ich führe euch da durch. Und ein Glaubenssatz, der aus meiner Sicht auf alle eure Befürchtungen und Sorgen und Nöte zutreffen könnte, wäre: Es sollte anders sein. Und auch wenn du jetzt glaubst, dass das nicht der Satz ist, mit dem du gerne arbeiten wolltest, kannst du einfach mal dranbleiben und schauen, ob es dir nicht doch nützen könnte. Und auch für den nächsten Schritt musst du dich nicht anstrengen, musst nicht nachdenken. Du kannst einfach dein Unterbewusstsein für dich arbeiten lassen. Und schau mal, ob du eine Situation findest innerhalb dieses Themas, was du bearbeiten wolltest hier heute Abend. Das, was dich gerade am allermeisten stresst. Du da so eine Situation findest, eine ganz konkrete Situation, vielleicht ein Ausschnitt von so 30 Sekunden, wo du das, was da gerade war, nicht haben wolltest. Wo du im Widerstand warst. Wo du dachtest, nein, so soll das nicht sein. Vielleicht sogar gute Begründungen dafür hattest, Beweise. Der Gedanke aufgetaucht ist, so oder so ähnlich. Es sollte anders sein. So wie es hier ist, soll es nicht sein. Ich lasse dir noch einen Moment Zeit. Wenn du schon eine konkrete Situation hast, dann schau mal, dass die wirklich kurz ist, maximal 30 Sekunden. Das ist ein ganz konkreter Moment aus deinem Leben, den du noch gut erinnerst, in dem du dich umschauen kannst, wo du da gerade bist, mit wem, wer ist da anwesend, wo warst du da. Vielleicht gab es sogar einen Auslöser. Du hast was gesehen oder gehört oder jemand hat was zu dir gesagt. Und such dir nur eine einzige stressige Situation raus. Nicht zwei, versuche hier nicht zwei zu bearbeiten. Das funktioniert aus meiner Sicht nicht, immer zwischen zwei Situationen hin und her zu pendeln. Such dir mal eine einzige, stellvertretend für alle anderen. Entscheide dich einfach für eine einzige. Und für alle, die die Work noch nicht kennen oder nur ein bisschen, für mich ist die Work eine Meditation. Das heißt, auch dafür brauchst du dich nicht anstrengen. Vielleicht kannst du dir erlauben, das Gegenteil zu machen von dem, was du eventuell sonst in deinem Leben erlebst. Dass du schnell auf zack eine Antwort haben sollst oder das von dir selber verlangst oder jemand anders das von dir verlangt. Oder jetzt eine clevere oder poetische oder super kluge Antwort suchst. Und das braucht es alles nicht. Ich würde dich ermutigen,
das Gegenteil zu versuchen und dich einfach zurückzulehnen, dich zu entspannen und mal zu warten, was dein Unterbewusstsein dir so zeigt, was von alleine so auftaucht, wenn du die Frage hörst, wenn du vor deinem inneren Auge in deiner konkreten Situation bist. Und die Work funktioniert, wenn du auf die Fragen antwortest. Und da ich dich ja jetzt nicht vor mir habe, bitte ich dich selber darauf zu achten, dass du nicht ins Plaudern mit dir gerätst, nicht in deine Geschichten wieder abdriftest, dich erklärst oder rechtfertigst. Das kannst du ganz gut daran erkennen, wenn du zum Beispiel aber oder weil sagst. Aber oder weil sind gute Indikatoren, dass du das Gerüst der Work verlässt und wieder in deine alte Geschichte gehst, die du dir eh schon viel erzählst, oder in deine stressige Geschichte, die dich halt beunruhigt. Okay. Dann hol dir nochmal deine Situation, diesen Ausschnitt von 30 Sekunden oder weniger vor dein inneres Auge. Wenn du magst, kannst du die Augen schließen, um besser nach innen zu gehen. Schau dich dann nochmal um, wo bist du da gerade in dem Moment, wo der Gedanke auftaucht, dass es so nicht sein soll, dass es anders sein soll. Und dann schau mal in dem Moment da, in diesem kurzen Augenblick, ist dieser Gedanke, der da auftaucht, es sollte anders sein. Ist der auch wahr? Ist das eine Wahrheit? Und lass dir Zeit. Lass diese Frage erstmal in dich reinfallen. Lass sie sich erstmal in dir bewegen. Wir brauchen keine schnelle Antwort. Wenn eine schnelle Antwort kommt, herzlich willkommen. Kannst noch einen Moment abwarten. Ist dieser Gedanke, der da in dir auftaucht, in dem Moment, da in deiner Situation, ist der eine Wahrheit? Und wenn wir nach der Wahrheit fragen, gibt es nur die Antwort ja oder nein. Keine Geschichte. Und wenn eine Geschichte auftaucht, bemerk's einfach. Dein Verstand vielleicht sagen will, ja, aber so einfach ist das nicht. Ja, aber dazu muss ich noch erklären. Oder ja, aber meine Geschichte ist ganz besonders. Und nimm es einfach nur wahr. Und warte, bis du ein ganz klares Ja oder Nein hast. Ist der Gedanke in deiner Situation wahr? Es sollte anders sein. Und es geht in der Work immer um eure ehrlichen, aufrichtigen Antworten. Wenn du sagst ja, dann ist es ja. Wenn du sagst nein, ist es nein. Im Fall, dass du nein gesagt hast, ist nicht wahr, dann erlaub dir das mal zu spüren. Da in deiner Situation, dass du jetzt sehen kannst, der ist gar nicht wahr, der Gedanke. Und für alle, die ja gesagt haben, gibt es die zweite Frage, die lautet, kannst du wirklich absolut sicher sein? Kannst du dir hundertprozentig sicher sein, da in deiner Situation, dass der Gedanke wahr ist, dass es anders sein sollte? Kannst du absolut sicher sein, dass es anders sein sollte, als es da ist in dem Moment? Und warte auf die Antwort. Kannst dir Zeit lassen. Abwarten, was dein Unterbewusstsein dir so zeigt. Vielleicht sind das auch Bilder oder Fetzen, irgendwelche Fragmente. Und was immer deine Antwort ist, erlaub dir, die zu spüren, da in der Situation.
Und da in dem Moment, in deinem Ausschnitt an Zeit, diese 30 Sekunden, wie reagierst du? Was passiert in deinem Körper, um dich rum? Was passiert, wenn du glaubst, dass es anders sein sollte, als es gerade ist? Lass dir mal Zeit, das zu beobachten. Was passiert da erstmal in dir? Und wenn du kannst, sprich es ruhig aus. Das wird für dich einfach deutlicher, wenn du es einmal gesagt hast, als wenn du es bloß denkst. Welche Gefühle tauchen da auf in dem Moment, wo du glaubst, dass es anders sein sollte und es ist aber nicht anders, es ist so, wie es ist. Erlaub dir das zu spüren. Oft taucht da Wut auf, gepaart mit Hilflosigkeit, Ärger. Guck mal, was es bei dir ist. Und aus diesem Gefühl heraus, was da bei dir auftaucht, wie reagierst du da? Was tust du dann, wenn du dieses Gefühl spürst? Schau mal, ob du das sehen kannst, da in deiner konkreten Situation, in diesem Ausschnitt von 30 Sekunden. Wenn der Gedanke auftaucht, dass es anders sein sollte, als es ist. Wie reagierst du? Nimm das auch einfach nur wahr. Doch nur bemerken. Ohne das jetzt zu bedenken. Nur schauen, wie war es denn da in der Situation? Und schau doch mal in diesen Moment da, in diesen 30 Sekunden oder weniger. Wie behandelst du dich selbst da in dem Moment, wo du glaubst, dass es anders sein sollte, als es bereits ist? Wenn dieses Gefühl da in dir auftaucht, wie gehst du da mit dir selber um? Wie behandelst du dich? Lass die Antwort einfach auftauchen. Du kannst ganz in Ruhe in die Situation schauen. Und sprich es gern wieder aus, wenn du die Antwort gefunden hast oder die Antwort dich gefunden hat. Und solltest du mit der Frage nichts anfangen können, dann schau mal, ist dein Umgang mit dir selber in dem Moment freundlich, liebevoll oder eher nicht so? Und wie fühlt sich das für dich selber an, dich in der Situation so zu behandeln? Fühlt sich's an? So mit dir umzugehen. Und erlaub dir ruhig, das einen Moment zu spüren, auch wenn das vielleicht nicht angenehm ist. Oftmals sollen die Gefühle schnell weg, wenn sie unangenehm sind und wir sind nicht bereit, die zu fühlen.
Und schau mal, wenn andere Personen anwesend sind in deiner Situation und sei es nur über Handy, Mail, über die Nachrichten, über... Was gibt's noch? Über SMS, WhatsApp oder nur in deinem Kopf. Wie behandelst du diese anderen Personen in dem Moment? Da in den 30 Sekunden oder kürzer. In dem Moment, wo du glaubst, dass es anders sein sollte, als es ist. Mit diesem Gefühl da in deinem Körper, wie behandelst du den? Nur mal schauen. Ohne dich selber dafür zu verurteilen. Nur mal gucken. Wie hast du sie behandelt da in dem Moment? Und wie fühlt sich das für dich an? Wie ist das für dich selbst, mit dem anderen so umzugehen? Doch da brauchst du dich nicht für verurteilen. Nur einfach schauen, wie fühlt sich's an für dich selber. In dem Moment, wo du glaubst, dass es anders sein sollte, als es bereits ist. Was ist es für ein Gefühl? Wenn du magst, sprich es wieder aus. Und schau mal, dieser Gedanke in deiner konkreten Situation. Der Gedanke ist, dass es anders sein sollte, als es ist. Bringt er dir Stress oder Frieden? Ja, da erlaubt dir das auch mal zu spüren. Auch wenn das so gut gemeint war. Wenn er eine gute Absicht hatte. Und wer wärst du in dem gleichen Moment, in den gleichen 30 Sekunden, wenn alles so bleibt, wie es ist, die Realität bleibt genauso. Du machst, was du machst, der andere macht, was er macht. Die Welt ist so, wie sie ist. Nur in dir taucht der Gedanke nicht auf, dass es anders sein sollte, als es ist. Und wenn das neu für dich ist, dann lehn dich einfach zurück und warte mal ab. Du musst es nicht machen. Es geht besser mit Entspannung. Wer wärst du in dem Moment, in der gleichen Situation, wenn der Gedanke nicht in dir auftaucht, dass es anders sein sollte, als es ist? Oft kommen da die Antworten freier, weiter, leichter, unabhängiger. Und du kannst deine ganz eigene Antwort finden oder dich von ihr finden lassen. Und erlaub dir das zu spüren. Wer bist du in der Situation ohne den Gedanken, dass es anders sein sollte, als es ist? Und will ich auch nochmal ermutigen, die Frage nochmal tiefer sagen zu lassen, ohne dass du dafür eine Antwort brauchst, ohne dass es dafür ein Wort braucht.
dass es eher ein Spüren ist, eine Art, was kann ich da in meinem Körper wahrnehmen, wenn ich die Frage in mich reinfallen lasse, wer bin ich? In der gleichen Situation, ohne den Gedanken, dass es anders sein sollte, als es ist. Was kann ich da in mir wahrnehmen? Wer oder was bist du in deiner Situation ohne den Gedanken, dass es anders sein sollte, als es ist? Und ich sage nicht, dass du den Gedanken wegmachen sollst oder irgendwas erzwingen sollst. Guck einfach, ob du dir vorstellen kannst, dass der Gedanke nicht da wäre. Dass alles genauso ist, wie es ist, nur dein Gedanke wäre nicht da. Das ist ein Experiment. Schau mal, ob du dich dafür öffnen kannst. Wenn es dafür noch nicht mal Worte bräuchte. Nur wahrnehmen, wer bist du? Wenn da kein Gedanke ist, der sagt, dass es anders sein sollte. Wie fühlt sich dein Körper an? Was kannst du in deinem Körper wahrnehmen? Wenn du vor deinem inneren Auge in der Situation bleibst, ohne den Gedanken, dass es anders sein sollte. Schau dich da richtig um in der Situation. Was kannst du wahrnehmen, wenn der Gedanke nicht auftaucht? In dir und außerhalb von dir. Und wie wäre dein ganzes Leben, wenn der Gedanke gar nicht mehr auftauchen würde, dass es anders sein sollte, als es jeweils gerade bereits ist, ohne diesen Widerstand gegen das, was bereits ist? Wie wäre dein ganzes Leben? Auch das kannst du gern einfach so vor dich hin sagen. Wenn du magst, überflieg mal so dein ganzes Leben. Komm mal so an Situationen vorbei, wo du normalerweise gern im Widerstand bist. Wo du gern was anders haben willst, als es ist. Und wer wärst du da, wenn der Gedanke einfach nicht auftaucht? Wenn der quasi gelöscht ist aus deinem inneren Duden, aus dem Weltenduden, nur für den Moment. Das heißt nicht, dass wir nicht grundsätzlich uns anders ausrichten können, nur immer für den jeweiligen Moment, in dem es ja schon bereits so ist, wie es ist. Wie wäre dein ganzes Leben ohne diesen Widerstand gegen das, was bereits ist? Im jeweiligen Moment.
mal mit verschiedenen Menschen an verschiedenen Orten. Du brauchst es nicht selber machen. Lass es mal dein Unterbewusstsein machen. Du kannst das gern einfach abgeben. Wenn du nicht ans Unterbewusstsein glaubst, dann vielleicht an dein höheres Selbst oder was auch immer. Das ist, was höher, was du als höher oder tiefer empfindest als dein Verstand. Gib es einfach ab. Schau mal, dass du dich dafür nicht anstrengst. Wie wäre dein ganzes Leben? Ohne den Gedanken, dass es anders sein sollte, als es jeweils gerade ist. Und erlaub dir das zu fühlen. Es nicht nur zu denken oder zu sehen, sondern es so richtig zu spüren. Wie würde sich das anfühlen? Ohne diesen Widerstand. Und wenn sich das für dich erleichternd, befreiend anfühlt, dann kannst du es gerne nach unserer Sitzung hier weitermachen oder heute Abend im Bett. Du kannst dir das jederzeit wieder vor dein inneres Auge holen und durch dein ganzes Leben durchsurfen, durch lauter kleine Details und dir das nochmal anschauen, das nochmal fühlen. Und eine Umkehrung, ein Gegenteil für den Gedanken, es sollte anders sein, könnte lauten, es sollte nicht anders sein. Wenn du in die Situation kommst, den Ausschnitt von 30 Sekunden, den du dir am Anfang rausgesucht hast, und in dem Moment, könnte das Gegenteil wahr sein, dass es nicht anders sein sollte, als es da ist. Und auch da, denk nicht drüber nach. Du kannst das einfach in dich reinfallen lassen, diese Frage. Mal schauen, ob dein System, dein Unterbewusstsein dir ein Beispiel zeigt. Wieso sollte es nicht anders sein, als es bereits ist? Und guck mal, ob du entspannt bleiben kannst, selbst wenn du kein Beispiel siehst. Das macht erstmal gar nichts. Wie könnte das sein, dass es genauso sein sollte, wie es da war? Welchen Vorteil hatte es für dich persönlich, dass es in dem Moment so war, wie es war? Es darf ein klitzekleiner Vorteil sein. Es muss keine Riesensache sein. Irgendeine Kleinigkeit. Was hattest du davon? Oder was kannst du jetzt sehen, was du davon hattest? Dass es in deiner Situation so war, wie es war. Auch da kannst du die Beispiele
wenn sie dich gefunden haben, einfach aussprechen, vor dich hin in den Raum sagen. Welchen Vorteil hatte das für dich, dass es da so war, wie es war? Oder was konntest du dadurch, dass es so war, wie es war, lernen oder sehen oder verstehen? Über dich selbst, die andere Person oder das Leben? Was konntest du lernen, verstehen, sehen, erfassen? Weil es so war, wie es war. Auf welchen Weg hat es dich gebracht, dass es so war, wie es war? Wo hat es dich hingeführt? Was hat es dir gezeigt? Lass dir Zeit, stress dich nicht beim Finden von Beispielen. Dürfen einfach so auftauchen. Wenn du eine Situation vor Augen hast, deine konkrete Situation, diesen Ausschnitt von 30 Sekunden, da in dem Moment. Warum war es genau richtig, so wie es war? Was hast du dadurch bekommen? Und könnte es vielleicht sogar sein, dass das größte Geschenk war, dass es so war, wie es war? Wieso könnte das ein Geschenk gewesen sein? Was war das Geschenk an der Sache, an dem, dass es so war, wie es war? Streng dich nicht an dafür. Schau noch mal, kannst du die Situation jetzt, wo du vielleicht Beispiele finden konntest dafür, dass es so sein sollte, wie es da war. Kannst du die Situation jetzt mit anderen Augen sehen? Wie siehst du sie gerade? Wie fühlst du sie? Und schau nochmal diesen ganzen Prozess der Fragen und der Umkehrung. Was war das jetzt in den letzten
40 Minuten, was dir einen neuen Blickwinkel gezeigt hat, eine neue Sichtweise auf dich, auf den anderen Menschen, auf das Leben, auf die Situation. Und auch dafür streng dich nicht an, schau einfach ganz in Ruhe. Was war das? Was hat dich erleichtert oder befreit oder unabhängiger fühlen lassen? Und erlaubt dir nochmal das wahrzunehmen, das zu spüren. Und wie geht's dir jetzt gerade? Wie geht's dir jetzt in deinem Körper? Was kannst du da jetzt wahrnehmen? Wie fühlt sich's an gerade? Und schau mal, falls du die Augen gerade geschlossen hast, ob dieses Gefühl, diese Empfindung auch noch spürbar ist, wenn du die Augen öffnest. Fühlen kannst, wahrnehmen kannst in deinem System, in deinem Körper. Und wenn du magst, schreib es mir hier unten ins Feld. Du kannst diese Meditation und auch die geführte Work, wenn ich das technisch hinkriege, dann wird die bei YouTube gespeichert sein und du kannst, wann immer wieder irgendwie der Gedanke so oder so ähnlich auftauchen sollte, dass es anders sein sollte, als es gerade ist, kannst du dich wieder hier durchführen lassen. Kannst du dieses Video wieder aufrufen und dich nochmal von mir begleiten lassen mit einer anderen Situation und dem gleichen Glaubenssatz. Kannst du immer wieder machen. Falls du noch eine Frage hast, kannst du sie auch hier reinschreiben. Kann ich sie jetzt noch beantworten? Ansonsten kannst du sie auch später bei YouTube reinposten. Ich antworte da auch auf deine Fragen. Mittlerweile ist es fast dunkel. Du kannst ja mal schauen, ob du mit deiner Aufmerksamkeit bei diesem, ich lese hier leichter, aufgeräumter, zufriedener, gelöster, ruhig und entspannt, ob du deine Aufmerksamkeit bei dieser Empfindung behalten kannst, wenn du hier aufstehst, wieder in das normale Leben gehst, in deinen Alltag, ob du, ohne krampfhaft daran festzuhalten, einfach nur deine
Aufmerksamkeit auf dieses Gefühl, was du jetzt spürst, weiter ausgerichtet lassen kannst. Dann spiele ich vielleicht noch ein Lied. Können wir noch ein bisschen hier in der Energie sitzen zusammen, wenn ihr möchtet. Mal schauen, ob das jetzt geht. Jetzt einfach mit mir noch ein bisschen sitzen, nachspielen. Angenehm oder nicht so angenehm? Eher nicht so. Dann ist irgendwas Technisches wieder. Mach sie leiser. Lass uns einfach so noch 2 Minuten sitzen. Du kannst mit deiner Aufmerksamkeit so langsam wieder wahrnehmen, ohne drüber nachzudenken, was dich gerade umgibt. Dich umschaust, da wo du gerade bist. Guck mal, was du wahrnehmen kannst, ohne drüber nachzudenken, ohne zu bewerten,
Einfach nur bemerken, Farben, Formen, Licht und Schatten. Was kannst du gerade hören? Es braucht gar kein Denken. Was kannst du in dir spüren? Was kannst du in dir wahrnehmen? Und kannst du es erlauben, was immer das ist? Wenn du magst, kannst du mal deine Hände aneinander reiben und die spüren. Das kannst du immer machen, wenn du was spüren willst. Deine Hände hast du immer dabei. Und wenn du jetzt wieder in deinen Alltag zurückgehst, schau mal, ob du noch ein bisschen in dieser Wahrnehmung bleiben kannst. Wahrnehmung ist immer jetzt. Immer frisch und neu jetzt hier. Kann nicht in der Vergangenheit hängen oder in der Zukunft. Danke euch, dass ihr dabei wart. Und wann immer ihr das wieder machen wollt, sucht ihr das Video bei YouTube und kannst du dich wieder begleiten mit dem Gedanken, dass es anders sein sollte, als es gerade ist. Alles Liebe für euch. Tschüss.